Servus alle zusammen. Vor kurzem habe ich einen Anruf gekriegt vom Horst Schröder. Der Herr Schröder ist Fotograf, der 40 Jahre lang das Leben, die Traditionen und auch die Handwerkskünste bei uns in Oberfranken im Bild festgehalten hat. Und diesen Fotoschatz, den dürfen wir uns einmal ganz exklusiv anschauen. Da freue ich mich schon riesig drauf. Wohnort oder Horst Schröder in Boreit. Und besonders spannend ist, dass seine beeindruckende Fotosammlung bei ihm zu Hause im Arbeitszimmer schlummert. Horst, wie viele Bilder hast denn du jetzt überhaupt gemacht insgesamt? Also ich kann es nicht genau sagen, ungefähr 200.000, grob geschätzt ist das. 200.000 Bilder hast du aufgenommen? Ja, weil ich habe dann so früher Dombildschauen gemacht. Das war die erste Dombildschau in Oberfranken. Und die ist eingeschlagen wie eine Bombe. Und ich habe natürlich, das war eine Marktlücke, was ich gehabt habe. Und dadurch habe ich so viel Vorträge halten können. Mhm. Rotbacken in Kühlenfels. Ach Gott, schau mal, da sieht man eine Wetzkumpf noch mit drauf. Ja, die hat sich aufgeregt, die wollte sie nicht fotografieren lassen. Dort hat der letzte Gemeindediener verkühlen. Sogar echter Gemeindediener gewesen. Ja. Der das ist der, wo dann ausgerufen hat, immer, ne, was ja, ja. Im Baurat beschlossen ja, worden ist. Ja. Die Wäschlermänner vor Hof. Kennst du genau. Auch. Ne? Aber so. was mir auffällt hast an deiner Fotos ist, die Leute sind nicht in Szene gesetzt. Ne? Du hast es ja wirklich so fotografiert wie so ein Mann. Ja, ja, ja. Ich hab dann schon mal geschaut, dass er nicht in die Kamera schaut. Und da haben wir Höhlenforschung gemacht, das war in der Schönsteinhöhle. Mit der Schnur rein, dass wir wieder rausfinden. Und wer von deiner Leute bist du jetzt? Der da. Der schönste da. Die erste Kamera war Agfa-Box. Okay. Und später habe ich mir dann die gekauft. Das war also wirklich eine gute Kamera, also eine ostsonale Kamera mit einem Meyer-Objektiv, 35er. Aber was jetzt an deiner Kamera ist, für mich immer wegen Lafayette, ist der Blitz. Ja, der Blitz. Wie hat er denn das damals gemacht? Dann hat meine Frau normalerweise immer den Blitz erhalten. Ganz früher, da war wie ein D-Beutel, da war ein Schnürler dran, ich glaube Magnesium war drin. Das musste man dann auf einen Besenstiel draufhängen, die Kamera auf Stativ und anzünden. Alles muss dunkel sein. Die Kamera auf B, Blende offen. Und dann hat es geblitzt. Einmal Rauch, einmal Qualm. Und dann muss man schauen, dass man den Lichtschalter wieder findet. Vorher dann die Kamera zumachen. Mhm. Und dann zum Lichtschalter hin. Und dann war das Bild fertig. Das ist die Fliegenragwurz. Die Boxriemenzunge. Meine Frau ist die Assistentin gewesen, die hat ja die kleinen Sachen hat die immer gefunden, die seltenen Blumen oder wenn ein besonderer Käfer oder die Orchideen, das hat alles sie gefunden. Ja. Mhm. Oder da hat sie gedacht, schau mal hin, da ist ein schönes Bauernhaus und das haben wir dann halt fotografiert. Die hat natürlich auch viel Zeit geopfert. Wir mussten ja oft warten, ein Sonnenuntergang, bis genau die Sonne über dem Kruzifix war, dass das genau dann gepasst hat. Ne. Da haben wir oft eine halbe Stunde warten müssen, ne, bis dann das alles so hingehauen hat. Das ist jetzt noch ein Teil von den ungerahmten Dias. Ach Gott, hast du jetzt überall noch weiter, Mensch. Das ist ja Wahnsinn. Ja, das ist ja bloß noch ein Bruchteil davon. Das Schöne an historischen Fotos ist ja immer, dass sie einladen zu Spuren suchen. Und der Horst und ich haben uns jetzt auch einmal auf eine durch Bayreuth gemacht. Wir stehen hier am Hohenzollernring. Und wenn Sie sich einmal hinter uns ein bisschen umschauen, da sehen Sie ein relativ neu gebautes Gebäude. Und da war früher Horst einmal was anderes gestanden. Da war der Eckschobert, das war eine berichtete Gastwirtschaft. Okay. Das war an und für sich nebendran war der Hammond, Bäckerei Hammond. Ja. Und der Eckschobert, wie gesagt, schönes Fachwerkhaus, leider abgerissen. Und von diesem schönen Fachwerkhaus, da hat der Horst nämlich ein Foto noch einmal für uns gemacht. Und wenn man sich das anschaut, dann sieht man da drauf wunderbar, wie stark sich doch auch so eine Stadt verändert hat. Da ist nämlich ein gesamtes Häuserviertel abgerissen worden für diese gigantische Ringstraße, an der wir uns jetzt befinden. Ja? Wenn Sie das einmal vergleichen.
Hier im schönen Rödensdorf, oder wie die Bahreiter sagen, Ringsdorf, können Sie wunderbar erkennen, warum der Horst seiner Fotos dermaßen wichtig sind. Denn das Haus, was Sie hinter uns sehen können, das konntest du noch in einem besseren Zustand dokumentieren, bevor es jetzt dermaßen zusammengefallen ist. Denn warst du noch das erste Mal durch? Das kann ich nicht genau sagen, so vor ungefähr 30, 40 Jahren. Da warst du sogar noch bewohnt. Okay. Wir sind immer hergewandert, das war halt ein Wanderziel so für eine Kurzwanderung. Mhm. Und dann habe ich es jedes Mal fotografiert und habe immer mehr von dem Verfall, von dem Ganzen gesehen. Mhm. Ja, und an der Hast seiner Bilder erkennt man dann natürlich auch, wie schnell sich doch das Gesicht oder der Dörfer verändern kann. Heutzutage, wenn du den Ortschatz fotografierst, ist er meistens so vor der Feuerdeichdecke oben drauf. Das ist, die ganze Idylle ist weg. Wahnsinn. Ja, dank des Fotoschatzes von der Lilo und vom Horst Schröder können wir richtig tief eintauchen in die Geschichte und in die Kultur von unserer Heimat. Ich wünsche Ihnen jetzt derweil einmal einen wunderschönen Nachmittag und sage bis zum nächsten Mal, weil wir müssen jetzt natürlich noch ein wenig Bilder schauen. Servus. So, was hast du noch ein wenig, Horst?